Ich habe wieder das Wahnsinnsrad. Ich mache jetzt den Basti-Jog nicht nochmal. Das geht nicht. Ich will das mit dieser Zange jetzt durchkriegen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Markus vom Falkscher Fitbikes. Und ja, das ist wieder ein Teil oder ein Video unserer Videoserie Die Panzerknacker. Wir werden gemeinsam herausfinden, ob dieses Schloss vielleicht das Schloss ist, das ultimative Schloss ist, was wir schon immer gesucht haben. Leicht, günstig und super sicher. Das werden wir gemeinsam in diesem Video rausfinden. Das heißt, wir werden uns erstmal anschauen, werden den ersten Eindruck uns anschauen, die Haptik uns anschauen, wir werden uns anschauen, was der Hersteller verspricht. Und dann werden wir es mit diesem handelsüblichen Diebeswerkzeug versuchen, hier mit euch gemeinsam zu knacken. Solltest du auf der Suche nach einem neuen Schloss sein oder Bekleidung, Werkzeug, Fahrrad, Sättel oder irgendwie andere Ergonomie-Sachen, wir haben einen ganz neuen Online-Shop, den findest du einfach unter www.fitbikes.de. Würde mich freuen, wenn du mal reinschaust und vielleicht die eine oder andere Sache dort bestellst. Genau, so, los geht's. Wir fangen erstmal an, das Ding hier aufzumachen. Was ja von Anfang an schon mal beachtlich ist, ist die Größe. Denn es ist nicht groß, sondern eher klein. Das ist ein kleines Faltschloss. So, wir haben also ein wirklich süßes kleines Schloss. Dann haben wir hier zwei Gurtbänder. Dann haben wir hier einen Schlüssel und zwei Schrauben. Das Ganze soll 70 cm lang sein. Das werden wir gleich ausprobieren. Ein Durchmesser von 7 mm haben. Wahrscheinlich meinen die Glieder hier. Wir haben zwei Schlüssel. Wir haben Sicherheitslevel 2 von 3. Wie gesagt, Level sind Schall und Rauch. Es gibt keine Norm dafür. Das heißt, Level 2 von 3 sagt nichts aus. Wir haben gehärteten rostfreien Stahl. Schloss und Haltung sind aus Gummi. Das passt. Und das Ganze ist Kabel und Schloss ist korrosionsgeschützt. Was wir nicht haben, ist das Gewicht. Das steht zumindest hier jetzt nicht so einfach drauf. Das werden wir aber gleich mal zusammen anschauen. Gut, Prinzip Faltschloss sollte mittlerweile, glaube ich, allen klar sein. Wir haben eine Halterung, ne, diese hier. Und die wird entweder mit diesen beiden Bändern irgendwo am Fahrradrahmen befestigt oder mit Schrauben am Flaschenhalter. Dafür sind diese zwei Bohrungen hier. Rein von der Halterung, die schaut relativ einfach aus. Wir haben hier sozusagen, kann man das so außen rein nehmen, ja, und hier oben zumachen. Klappert nichts, ist zugetrauft, ist also sehr stabil, glaube ich mal simpel, aber schaut funktionsfähig aus in der Form. So, wenn wir es jetzt entnehmen, dann können wir es auseinanderfalten und haben dann einen auch überschaubaren Durchmesser. Ja, also laut Anleitung soll es irgendwie 70 cm Länge sein. Aber das ist auf jeden Fall sehr klein und ich weiß nicht so ganz genau, ehrlich gesagt, wie wir damit irgendwas irgendwo absperren können. Weil im Verhältnis zu anderen Fallschlössern ist es auch einfach klein. Ja, also kleines Schloss, hat aber jetzt hier auch keinen großen Durchmesser. So, genau, lass uns mal anschauen. Das können wir aufmachen. Wir können mal schauen, ob wir es zumachen können, ohne die Reihenfolge einzuhalten, das geht. Dann schauen wir mal, ob wir den Schlüssel abziehen können. Können wir auch. Können wir das Schloss zumachen? Können wir nicht. Wir brauchen also den Schlüssel. So, simpel. Aber es wirkt ganz okay, sozusagen in der Form. Ich sage mal ganz okay. So, dann schauen wir uns mal das Gewicht an. Wir haben mal was vorbereitet. So eine krasse Paketwaage. Ja. Also knapp 700 Gramm. Das ist natürlich sehr leicht. Ne? Also es wirkt sich auch leicht im Verhältnis zu anderen Schlössern, aber es ist auch deutlich kleiner. Also von daher muss man sich beim Schloss nach wie vor entscheiden. Kleiner gleich weniger Gewicht, größer mehr Gewicht. Lassen wir ausprobieren, was die Sicherheit dazu sagt. Also, erster Eindruck, okay. Ich glaube, dass es für viele zu klein ist,
von diesem süßen Durchmesser. Ne? Wirkt sehr klein. Ich glaube, ob Sicherheit kann mir vorstellen, dass man das vielleicht hier sogar auseinanderreißen könnte. Aber das werden wir jetzt gleich ausprobieren. Also lass es mal knacken. Wahnsinnsrad, Take 2. Wir haben gerade ein anderes Video aufgenommen, wo wir das Schloss knacken konnten. Wir haben wieder das Wahnsinnsrad. Ich mache jetzt den Basti-Jog nicht nochmal. Und jetzt haben wir hier das kleine Schloss. Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, es ist schwierig, irgendwo ranzukommen, aber hier geht das sogar. Das hier jetzt hier montiert eigentlich. Ne? Dann können wir das hier rausziehen. Dann entwirren wir das und suchen uns eine Stelle, wo wir das gut absperren können. Möglichst hoch, damit wir mit dem Bolzenschneider nicht auf den Boden kommen. So, abgeschlossen. Es ist jetzt safe. Mein Premiumrad kann keiner mehr klauen. Und jetzt gucken wir, ob wir es aufmachen können. Wir probieren es wie immer mit der Pucksäge. Und ja, wir probieren einfach mal hier durchzukommen. Aber es bewegt sich gar nicht. Also Pucksäge für all diejenigen, die sich wundern, wollen Pucksäge machen. Es gibt Schlösser, da kommen wir durch. Aber ich glaube, wir brauchen ein neues Sägeblatt. Dann haben wir eine etwas größere Zange, die wir auch schon erfolgreich eingesetzt haben. Die hier vielleicht sogar Glück hat, weil das relativ dünn hier ist. Gucken wir mal, ob wir hier durchkommen. Bist du bereit, Max? Ja. Was glaubst du? Ich glaube, wir brauchen die größere. Glaubst du, größere? Basti? Ja? Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr haltet. Absolut fachmännisch geklaut hier. Ist doch eigentlich schon durch. Woran hängt es noch? Geheime zweite Sicherheit. Das geht nicht. Ich will das mit dieser Zange jetzt durchkriegen. Round 2! Was ist heute für ein Tag hier? Haben wir es 3 Minuten geschafft? Ich schaue es dann. So fast. Jo. Durch, würde ich sagen. Ne? Das Rad ist free. Jeder kann es mitnehmen. Ich glaube, das wird so nicht. Warum nicht? So, also durch ist es, ne? Also kann man mal so sagen. War jetzt nicht so geil. Magst du es vielleicht durchbiegen? Durchbiegen? Ich habe es gerade so überlegt, aber ich glaube, es ist dann zu elastisch dafür. Nee, können wir da hier. Ja, also wer ein kleines, leichtes Schloss sucht für kurze Besuche beim Bäcker oder sowas, dafür ist, glaube ich, gedacht. Wenn man es mehr länger an der U-Bahn oder an der S-Bahn oder in einem anderen Bahnhof stehen lassen möchte, würde ich anderes raten. Ne? Schreibt gerne mal eure Überraschungen in die Kommentare rein. Ja? Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, unten rechts abonnieren klicken und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao.